Ja, herzlich willkommen hier in der Stadt Eckernförde. Ich dachte mir, das ist ein ganz guter Start für meinen nächsten Motovlog. Also wenn ihr mal in Norddeutschland unterwegs seid, schaut hier mal vorbei. Hier in Eckernförde kann man richtig schön die Zeit genießen, Urlaub machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es eigentlich um das Thema, warum ich mir noch kein Elektromotorrad gekauft habe. Viel Spaß! Ja, wenn ich sage, ich habe mir noch kein Elektromotorrad gekauft, dann impliziert das natürlich auch, dass ich mir irgendwann eins kaufen werde. Ich weiß es heute schon, ich werde mir ein Elektromotorrad kaufen, aber noch nicht jetzt. Und warum ich mich gegen das Elektromotorrad entschieden habe, das möchte ich euch gerne verraten. Es ist natürlich noch viel zu teuer. Ich persönlich finde, dass Preis-Leistung bei Elektromotorrädern aktuell einfach noch nicht passen. So eine Zero SRF oder eine SRS, ich setze mich schon mal aufs Motorrad, kostet, wenn man ein bisschen was dabei haben will, um die 22.000 Euro. Und für 22.000 Euro kann man eine Menge schöner Sachen machen. Es gibt übrigens auch eine Menge richtig schöner Motorräder mit Verbrennermotor. Und ich finde, Preis-Leistung passt da einfach noch nicht, ne? Denn ja, was bekommt ihr denn für ein Elektromotorrad? Wenn ihr euch eine Zero SRF oder SRS kauft, ich sag mal für bummelig 22.000 Euro, dann ja, habt ihr ein Elektromotorrad, das einen Antriebsriemen hat, was ich an sich total charmant finde, weil ihr müsst keine Kette mehr ölen. Die Dinger halten ja eigentlich auch recht lange, aber ich habe jetzt schon von vielen oder von einigen gehört, dass der Antriebsriemen gerissen ist. Und das scheint kein Einzelfall gewesen zu sein, weil das waren wirklich ein paar Leute. Ich habe das ja in Foren, bevor ich mir das Motorrad hier, dieses hier gekauft habe, habe mich ja informiert und das verfolgt. Es gab so einige Leute, bei denen der Antriebsriemen gerissen ist. Und ich finde, ein Motorrad für 22.000 Euro, da muss man wirklich sicher sein, dass es einfach auch funktioniert, ne? Und das sind so grundlegende Dinge. Ich finde, das darf nicht passieren. Aber natürlich habt ihr auch ein Reichweitenproblem. Ich sag mal, wenn ihr mit der Zero SRS oder SRF ein bisschen auch am Hahn zieht und ein bisschen Spaß haben wollt, ja, dann habt ihr so eine Reichweite von 150 Kilometern. Vielleicht auch 180, aber irgendwas dazwischen. Und wenn ihr so viel Geld für ein Motorrad ausgebt, wo ihr aber schon wisst, ihr könnt damit keine längeren Touren machen, ja, dann finde ich, ist es einfach wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Ist meine Meinung. Ich persönlich bin in der Tat jetzt in dem ersten Jahr, wo ich das Motorrad hier habe, noch keine, also ich bin noch nie mehr als 150 Kilometer gefahren am Stück. Es ist einfach, aktuell war das so mein Profil im ersten Jahr. Da kann man natürlich sagen, ja, dann kannst du auch ein Elektromotorrad kaufen. Ja, aber ich möchte auch in der Lage sein oder ich möchte die Option haben, dass ich einfach auch mal eine lange Tour mache. Nach Süddeutschland oder in die Alpen oder durch den Harz. Und da möchte ich nicht das Problem haben, dass ich vor Ort keine Ladesäulen habe. Und ja, das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Und wenn man so viel Geld für das Motorrad bezahlt hat, dann will ich mir über sowas keine Gedanken machen müssen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, der mich davon abgehalten hat. Ja, die Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland hat sich natürlich schon deutlich verbessert in den letzten 5 Jahren. Aber also wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, ja, die Ladesäuleninfrastruktur, die ist so gut, da kann man sich mal ohne Probleme auf eine lange Tour begeben. Und man kann sich sicher sein, dass man immer jederzeit gut laden kann. Also da sind wir noch weit von entfernt. Und solange das so ist, werde ich auch nicht so viel Geld für so ein Elektromotorrad ausgeben. Ja, und das sind alles so Sachen, das hat mich einfach davon abgehalten. Aber jetzt will ich euch auch gerne verraten, warum ich jetzt schon weiß, dass ich mir auf jeden Fall ein Elektromotorrad kaufen werde. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie ein Elektromotorrad gefahren. Ich habe einen Elektroroller mit 3 PS, das ist, kann man natürlich nicht mit einem Elektromotorrad vergleichen. Aber ich bin mir so sicher, oder beziehungsweise ich bin so überzeugt von dieser Antriebstechnologie, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich mir so ein Ding zulegen werde. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr die Gelegenheit habe, eine Zero mal Probe zu fahren oder eine Energica. Da werde ich auf jeden Fall euch dann mitnehmen. Aber ich verrate euch jetzt gern mal, was für mich den Reiz der Elektromobilität ausmacht. Also ich sehe schon an meinem NIO N1S, dem Elektroroller, was einfach geil ist. Ich setze mich morgens auf den Roller, mache ihn an, fahre los und man hört nichts.
ich störe die Nachbarn nicht, da fliegt keiner aus dem Bett. Wenn ich durch Ortschaften fahre, dann belästige ich keinen. Und für mich selber, ich finde es total reizvoll. Man fährt, hört die Vögel singen im Sommer und man gleitet einfach lautlos und vibrationsfrei dahin. Ne? Also das ist einfach vielleicht auch eine Einstellungssache und Geschmacksfrage natürlich, aber ich finde das einfach geil. Klar, ich finde das auch geil, wenn ich hier auf der Landstraße mal einen Hahn aufreiße und der Motor brüllt mich an. Ja, das ist natürlich cool, das ist schon geil. Aber ich finde es auch sehr reizvoll, wenn du diese Leistung hast, aber man hört es nicht. Ne? Beziehungsweise natürlich, also ich habe von 1000 PS, das ist ja ein super guter Kanal hier auf YouTube, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch. Die haben mal eine Energica getestet und haben dann in Dezibel die Lautstärke gemessen. Und die haben zu meiner Überraschung festgestellt, dass so ein Elektromotorrad fast genauso laut ist wie ein Verbrennermotorrad. Also die Dinger machen auch, ich weiß nicht, irgendwas mit 90 Dezibel oder so. Aber ich finde, das ist ein anderer Lärm und du kannst eben, wenn du willst, sehr leise damit unterwegs sein. Ne? Also in der Ortschaft hört man nicht kaum. Und das ist schon eine coole Sache. Ja, der nächste Punkt ist natürlich Drehmoment. Ne? Das merke ich sogar an meinem kleinen Roller. Egal wie schnell du fährst, du hast immer die volle Leistung. Du brauchst dir keine Gedanken machen über eine Gangschaltung. Ja, welchen Gang nehme ich jetzt in der Kurve rein? Das hast du alles nicht. Und dadurch bist du auch viel smoother unterwegs, sicherer, entspannter. Also das sind alles Sachen für mich, die finde ich total klasse. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal testen, wenn ich die Gelegenheit habe. Und wie gesagt, da nehme ich euch auf jeden Fall mal mit. Da freue ich mich schon drauf. Eine weitere Sache, die ich toll finde an Elektromotorrädern, ist natürlich, ja, du brauchst keine Abgasuntersuchung mehr zu machen, dementsprechend brauchst du auch nicht bezahlen. Du brauchst keinen Ölwechsel mehr machen. Du musst unter Umständen, wie bei der Zero, auch die Kette nicht mehr schmieren. Ich habe einen Scott Oiler dran, finde ich auch ganz geil, aber letzten Endes macht auch das manchmal ein bisschen Dreck. Und du musst auch da immer ein Auge drauf haben. Und so ein Elektromotorrad ist einfach wartungsärmer. Du musst dir einfach weniger Kopf auch über die Technik machen. Es kann viel weniger kaputt gehen. So ein Elektromotor ist viel einfacher aufgebaut als ein Verbrennermotor. Und das sind alles Sachen, die reizen mich total und ich kann das kaum abwarten, so ein Ding mal Probe zu fahren. Ja, also das ist meine Meinung zu dem Thema. Wie steht ihr dazu? Sagt ihr, ey, Elektromotorräder sind doch was für Schwachmaten oder das reizt mich überhaupt nicht, ich will schalten, ich will gefordert werden beim Motorradfahren? Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten wieder und bis zum nächsten Video. Ciao!